Damen und Herren, liebe Handballfreunde, vielleicht wäre es super nett, wenn wir 3-4 Minuten, also ist schon super, Aufmerksamkeit schenken, und zwar heute letztes Heimspiel in der Stadtgartenhalle in dieser Saison, das war der 30. Spieltag. Wir bedanken uns bei 1150 Zuschauern, vielen, vielen Dank für die Unterstützung. So, und dann haben wir natürlich heute einen sehr attraktiven Gegner gehabt, und zwar ist das der souveräne Meister HSG Konstanz. Von dieser Stelle nochmals herzlichen Glückwunsch an das Team mit ihrem Trainer, zu meiner Rechten herzlich willkommen Daniel Eblen. So, und natürlich von Seiten unserer AG, unser Philipp Kessler. Ja, ich denke, Halbzeitstand 2 zurück, 16-18, und dann haben wir ganz toll mitgehalten bis Mitte der zweiten Hälfte. Da ging etwas die Luft aus und dann hat dann Konstanz doch noch souverän mit 5 Toren gewonnen. Der Endstand 30-25. Fragen wir jetzt gleich die beiden Trainer, wie sie das gesehen haben, wie ihr Fazit ist, und fangen an mit dem Gästetrainer Daniel Eblen. Ja, guten Abend. Ich möchte mich gleich mal zu Beginn bedanken beim Philipp auch und seiner Mannschaft. Ich finde, das war ein tolles Handballspiel und auch vor allem von der HG Saarlouis richtig fair geführt. Aber trotzdem war das Spiel heute richtig interessant. Ich glaube, du hast genauso genossen wie ich. 5 Tore mehr, dann wäre es besser gewesen, klar. Aber ich fand, es war ein tolles Handballspiel. Saarlouis hat einfach bewiesen, wie sie sich entwickelt haben jetzt im Laufe der Saison. Das ist wirklich im Moment wahrscheinlich mit die beste Mannschaft in der Liga. Und ich muss auch meinen Jungs ein Kompliment machen. Das war alles andere als einfaches Spiel. Und das war ein schweres Spiel für uns, aber da waren wirklich ein paar knifflige Situationen dabei. Die haben wir echt richtig gut gelöst. Und die sind auch schon in die Hose gegangen diese Saison. Vielen Dank, Daniel. Du sparst es schon im Vorfeld an. Das wird eine Generalprobe heute in Saarlouis für nächsten Samstag, wenn ihr das erste Quali-Spiel zum Aufstieg in Eisenach habt. Ja, das in Eisenach wird auch die Halle voll sein. In Saarlouis ist ja auch mit die zahlreichsten Zuschauer in der Liga. Und das war heute auch vor allem auf emotionaler Sicht sicher so eine Generalprobe, vor so einem tollen Publikum zu spielen. Und ich denke, auch vom Niveau her war das perfekt heute für uns. Okay, vielen Dank, Daniel Eblen vom HSG Konstanz, und alles Gute für nächste Woche. Kommen wir zu dir, Philipp. Wie ist heute dein Statement? Ja, erstmal schönen guten Abend an die zahlreichen Fans, die in die Halle gekommen sind. Glückwunsch an Daniel und sein Team zu einem verdienten Sieg heute Abend. Ich glaube, es mit 35-30. Vielleicht ist ein oder andere Tor zu hoch ausgefallen. Wenn man sieht, in der zweiten Halbzeit waren wir dann noch dran, dann 25-25. Es war ein attraktives Spiel. Offensivhandball, glaube ich, beim Spielstand 35-30 oder Endstand eher gesagt, sieht man das Ganze. Wir haben gesehen, welche Qualität die Mannschaft von Konstanz hat, die das souverän zu Ende gespielt hat. Da sind ganz viele Aktionen auf den Punkt gespielt. Wir hatten eine sehr, sehr starke Chancenverwertung. Ich glaube, das war am heutigen Tag auch eines unserer Probleme, dass wir die Chancen, die wir hatten, einfach nicht reingemacht haben. Und in den entscheidenden Phasen einer technische Fehler zu viel, und das wird von einer Mannschaft wie Konstanz einfach knallhart bestraft. Das haben wir heute gesehen. Nichtsdestotrotz muss ich meinen Jungs ein großes Kompliment machen für den Fight, den sie abgeliefert haben. Über wirklich nahezu das ganze Spiel haben sich nie aufgegeben, haben alles versucht in jeder Phase. Jeder Spieler, der auf der Platte stand, das hat jeder nochmal gespielt. Also von daher, ich denke, für uns ein sehr gelungener Abschluss mit einem tollen Spiel gegen einen ganz verdienten Meister der Südstaffel, dem ich natürlich auch die Daumen drücke. Jetzt für die Relegation, zunächst gegen Eisenach, und ich glaube, die Mannschaft kann das packen, und die Jungs würden sich auch freuen. Von daher, ich wünsche euch, dass ihr das schafft.
für uns und meine Jungs wünsche ich mir natürlich jetzt erstmal eine gute, erholsame Zeit, ja, dass sie wirklich noch regenerieren können, weil die Saison war sehr, sehr anstrengend. Man darf auch nicht vergessen, dass die meisten der Jungs einfach arbeiten von morgens 8 bis 5 und dann ins Training kommen. Das ist nicht immer so ganz einfach, dann auch die Konzentration zu wahren, da voll dabei zu sein. Von daher bin ich sehr zufrieden mit dem Jahr 2019. Ich glaube, das kann jeder von uns sein. Darauf wollen wir aufbauen. Und wir werden nächstes Jahr dann wieder mit der Truppe, mit der leicht veränderten Truppe, dann angreifen. Angreifen heißt natürlich nicht so ganz einfach, wie sich das einige vorstellen, dass wir im Platz 1 easy mitspielen können, sondern wir wollen nochmal die Mannschaft weiterentwickeln, jeden einzelnen Spieler, und dann gucken, was dabei rausspringt. Danke, schönen Abend noch. Vielen Dank, Philipp, und ich würde sagen, es war eine ganz tolle Rückrunde. Die zweitbeste nach Konstanz war unser Team. So, und dann können wir vielleicht noch verzeichnen, die Topscorer heute Abend auf Seiten der HG, die Nummer 89, Ivo Pucharik mit 8 Treffern. Und auf Seiten von Konstanz war es Joshua Braun mit 6 Treffern. Ich darf mich bedanken für Ihre Aufmerksamkeit. Ich gebe jetzt das Mikro weiter an unserem Teammanager Richard Jungmann.